Jetzt muss ich mich langsam mal wieder eingewöhnen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich bin wochenlang weg gewesen. Letztmals mit Seeeindrücken, auch ein Bild von gestern und am Schluss gibt es auch noch ein Video von gestern, aufgenommen zwischen Westerland und Wenningstedt. Grüße Sie und grüße euch. Wir kehren jetzt so ganz, ganz langsam, also auch ich, wieder in den Modellalltag ein und natürlich auch in den Videoalltag und werde das, was ich sonst morgens mache, mittags machen. Ihr wisst, dass ich keine Voraufzeichnungen mache, das ist einfach Betrug und darum gibt es das frisch, nur ein bisschen später. Schauen wir mal auf den Überblick in der nächsten Woche. In der Westhälfte, da werden wir immer wieder Gewitter haben. Diese große Gewitterlage, die mal für den Montag berechnet wurde, bis gestern, die ist schon längst weggerechnet. Aus dem einfachen Grunde, weil diese Warmluft von Osten mit dem kräftigen Hoch, mit Ostwind wieder kommen soll. Und so haben wir in der Osthälfte sehr oft Hitze und zwischendurch wird es auch sehr heiß werden. Da zieht nochmal ein Knubbel extrem heißer Luft von Ost nach West über uns hinweg. Das Besondere ist eigentlich die Jahreszeit. Normalerweise kommt aus diesen Richtungen dann schon deutlich kühlere Luft. Aber dieser riesige Hitzeknubbel, der mal da war, der ist ja nach Osten gezogen und der hat da gewartet und zieht jetzt wieder zurück. Und wenn der zurückgezogen ist, wird er sich mehr oder weniger auflösen. Und dann ist auch Schluss mit der Hitze über Osteuropa. Und hier findet eine Auskühlung statt. Schauen wir mal ganz kurz auf die Ensembles. Der Hauptlauf, der sprang ja in den letzten Tagen hin und her. Da hatten wir auch gestern drüber gesprochen. Da war am unteren Ende. Jetzt ist er am oberen Ende. Beginnen wir mal am Niederrhein mit Wesel. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Einzelberechnungen. Und die Einzelberechnungen finden wir in den verschiedenen Farben. Hier unten sind die Niederschlagssignale. Da ist der Hauptlauf zusammen mit dem Kontrolllauf ganz weit oben, bringt Hitze. Viele andere Läufe sind weiter unten, das Mittel ist weiter unten und Einzelläufe auch. Die würden tatsächlich in der nächsten Woche relativ kühle und herbstliche Temperaturen machen. Aber das Mittel ist weiter oben und der Hauptlauf hier. Mit dem machen wir übrigens die Prognose. Die Prognose, die wir gleich sehen für die gesamte kommende Woche, ist die heißestmögliche Möglichkeit unter anderem. Und hinten raus, so etwa ab dem 10., 12. September, soll es nach den derzeitigen Trends nur Durchschnittskost geben. Das europäische ECMWF-Modell macht da größtenteils mit, aber achtet mal bitte auf die Niederschlagssignale. Das europäische ECMWF-Modell ist da noch um einiges nasser. Natürlich hat es auch mehr Läufe, aber erstens bringt es mehr Niederschlag und zweitens geht es hinten dann doch ein bisschen weiter nach unten. Jetzt gehen wir in den Osten, wo die große Hitze nochmal wüten wird. Da sind wieder Haupt- und Kontrolllauf ganz weit oben und hinten raus versuchen es die Läufe runter zu drücken, aber das gelingt Haupt- und Kontrolllauf nicht. Das Mittel geht langsam runter in Richtung Mittel. Es gibt ein paar Niederschlagssignale. Der Hauptlauf ist hier zum Beispiel überhaupt nicht vorhanden, erst hinten raus. Das heißt, da wird kaum Regen berechnet. Aber auch hier haben wir Unsicherheiten, sowohl beim amerikanischen als auch beim europäischen Modell. Wobei das ziemlich sicher ist mit den hohen Temperaturen in der nächsten Woche, genauso wie es danach runtergeht. Schaut mal, hier ist die Struktur leicht wogend und hier ist sie mehr oder weniger linear. Und da kommen auch dann später ein paar Niederschlagssignale dazu. Einen habe ich noch, und zwar für Eisenstadt. Das ist ja wieder die große Hitze im Osten Österreichs. Die haben ja einen Sommer hinter sich, der ist brutal. Hitze, 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 Hitze. Wenn es da mal auf 30 Grad abkühlt, war man da schon froh. Da war es ja oft bei über 35 Grad seit vielen, vielen Wochen. Und das geht so weiter. Nach dem Hauptlauf noch längere Zeit. Nach dem Mittel geht es ein bisschen runter. Niederschläge sind ja kaum zu erwarten. Das europäische ECMWF-Modell würde dann schon etwas mehr Regen bringen. Ich habe da wieder irgendwie, das ist aber kein Salzwasser mehr. Das ist rausgewaschen, wieder falsch geklebt. Naja, so ist das halt bei nicht. Kommen wir zu den Niederschlagssummen für die nächsten 10 Tage bis zum 10. September. Das europäische ECMWF-Modell macht in der Südwesthälfte Niederschlag, meist durch Schauer und Gewitter, in der Nordosthälfte so gut wie gar nichts. Das europäische ECMWF-Modell mit der Zweiteilung, das amerikanische GFS-Modell auch mit der Zweiteilung. Da ist es hauptsächlich der Südwesten und der Nordosten. Auch der Osten Österreichs würde trocken bleiben. Und rechnen wir ein paar Tage drauf, dann würde sich schon immer mehr Niederschlag zu uns ausbreiten. Wir müssen da ganz, ganz, ganz stark im Konjunktiv bleiben, weil es einfach viele Unsicherheiten gibt. Wir haben gestern gesehen, erinnert euch an diese Lampe da, die sehr viel Niederschlag gebracht hat. Es kommt eben darauf an, wie die Höhen tiefs ziehen. Ganz kurz noch ein Blick auf die gestrigen Niederschläge.
Da hat es vor allen Dingen im Norden zwischendurch geregnet, deutschlandweit gemittelt 1,1 Liter, 1,2 genau gerundet. Im Südosten blieb es sonnig, an der See ebenfalls. Dazwischen gab es einen Streifen mit vielen Wolken. Das war die Kaltfront, die hier mehr oder weniger zum Erliegen kam und dort liegen geblieben ist mit vielen Wolken und entsprechend hier Nachtwerte 8 Grad in Mecklenburg-Vorpommern, 20 Grad im Südwesten. Es gab einen einzigen Wert mit einer Tropennacht mit 20,1 Grad. Aber wichtig, die Höchstwerte, die waren schon radikal weiter unten im Vergleich zum Vortag. In der gesamten Nordwesthälfte gab es nur maximal um die 20 Grad. Und eigentlich wenige Kilometer weiter dann über die Mittelgebirge im Süden, hier in Kitzingen, der Höchstwert mit 34 Grad. Das kann man so richtig schön erkennen, dass hier die Mittelgebirge liegen. Denn die kühle, kalte Luft kam nicht über die Mittelgebirge drüber. Und das Becken im Süden mit der Hitze, das blieb gefüllt. Und das wird auch so in den nächsten Tagen bleiben. Schauen wir mal auf die Wetterlage. Das hier sind immer so Kaltlufttropfen und wenn die über uns hinwegziehen, ist es kalt, wenn die nicht über uns hinwegziehen, ist es heiß. Es sind ganz, ganz große Unterschiede in den Modellen drin und Modellläufen. Jetzt wurde ja mal berechnet, dass der über uns hinwegzieht, dann mal wieder nicht. Aktuelle Variante ist, dass er nicht wegzieht, sondern im Gegenteil, wir haben hier in der kommenden Nacht die Höhenwärme und die Wärme in 1500 Meter Höhe. Ein paar Tage später, am Mittwoch, büxt so ein Tief am Rande dieses Hochs Richtung Iberische Halbinsel aus. Und der Block hier kommt retrograd herangezogen von Osten, ist angefüllt nochmal mit Heißluft mit der 20 Grad Isotherme in 1500 Meter Höhe. Das ist Hitze, die ist fertig gekocht sozusagen. Wenn etwas von Süden und Südwesten kommt, dann muss sich das erstmal aufbauen über ein paar Tage. Das hier ist die komplett aufgebaute Hitze, die bei uns war. Die ging in den Osten und kommt jetzt wieder zurückgezogen und zieht dann nach Westen ab. Und hier haben wir diese ganz, ganz große Zone an hochreichender Warmluft, minus 10 Grad in 5,5 Kilometer Höhe in Skandinavien, plus X und im Baltikum und so leichte Tiefs, Höhentiefs im Süden. Mit einer östlichen Strömung im Winter wäre das eine saukalte Lage. In 1500 Meter Höhe zieht langsam die Hitze südwestwärts, schwächt sich ab und man sieht dann hier über dem Kontinent, wird es dann langsam kühler und kälter werden. Haben ja eben auch die Ensembles gezeigt, es geht dann runter. Dieser letzte Block hier wird dann wohl abgebaut werden. Schauen wir auf das Wetter von morgen. Heute wird es eigentlich ähnlich aussehen. Wir haben im Nordosten einige hohe Wolkenfelder. Da scheint die Sonne mal milchig matt hindurch. Im Süden bilden sich über den Alpen Schauer und Gewitter, sonst haben wir ziemlich zackigen Ostwind und es ist sonnig. Die Höchstwerte erreichen dazu im groben Schnitt 25 bis 30 Grad. Im Osten Österreichs geht es auf über 30 Grad. An den Küsten bleibt es ein bisschen kühler. Am Montag wenig Änderung. Der Wind schwächt sich mal vorübergehend ab. Es gibt im Südwesten ein paar Schauer und Gewitter rund um die Benelux-Länder, sonst Sonne und Wolken im Wechsel. Bei Temperaturen wieder grob zwischen 25 und 30 Grad. Und dann kommt von Osten die Hitze herangebrettert. Zunächst noch mit Sonnenschein im Nordosten und Schauern und Gewittern in der Westhälfte. Die können auch mal ein bisschen kräftiger ausfallen. Entsprechend liegen hier die Temperaturen bei 25 bis 30 Grad. Auf der anderen Seite kommt mit dem Ostwind hier in den Osten die heiße Luft gezogen. Werte von über 30 Grad. Das ist immer noch nicht zu Ende, ganz im Gegentum. Dann kommt der Mittwoch mit Nordwind. Haben wir den Block der Feuchtigkeit in der Westhälfte liegen, mit Schauern und Gewittern, die kräftig ausfallen können. In der Osthälfte super sonnig. Die Hitze kommt voran. Bei unseren Nachbarn hier sind es über 35 Grad, aber auch bei uns geht es auf um und über 35 Grad rauf. Im Westen zur gleichen Zeit kaum 25 Grad. Und dieses Hitzeei zieht dann weiter nach Westen. Am Donnerstag ein super sonniger Tag, Stand der Dinge derzeit. Kann sich noch alles ändern. In und an den Alpen, vor allen Dingen ab dem Alpenhauptkamm südwärts, Schauer und Gewitter und einen heftigen Ostwind. Und das wird ein Wüstenwind sein. Die Luft ist zum Teil extrem trocken im Osten. Sie ist heiß und sie ist trocken. Trinken, 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 trinken. Und da ist die Hitzeblase, die über die Elbe langsam nach Westen zieht. Am Freitag wenig Wetteränderungen. Ein paar Wolkenfelder, die durchziehen im Norden. Ansonsten ist es super sonnig. In den Alpen wieder Schauer und Gewitter und sehr windig. Die Hitzeblase zieht weiter nach Westen, schwächt sich ein wenig ab. Am Samstag weiterhin Stand der Dinge derzeit, wenn kein Kaltlufttropfen kommt. Muss man mal dazu sagen, mit Gewittern in den Alpen. Dann geht es runter in Anführungszeichen auf um und knapp unter 30 Grad. Und am Sonntag wären dann ein paar Wolken dabei im Südwesten, Schauer und Gewitter. Der Wind wird sich abschwächen und die Hitze ebenfalls ganz, ganz leicht.
ist allerdings alles auf Sand gebaut. Schauen wir auf die Ensembles hier für den Norden Deutschlands. Das ist die 20, das ist die 30-Grad-Linie. Das Mittel der Berechnung geht auf über 25, pendelt dann zwischen 20 und 25 und hinten raus sogar unter 20 Grad. Aber die Ausreißer, die nach oben gehen, da sind viele dabei, die Richtung 35 Grad gehen, im Norden Deutschlands wohlgemerkt. Und dazwischen erkennt man auch die Ausreißer, die nämlich viel, viel weiter unten bleiben würden, bei unter 20 Grad mit Niederschlagssignalen. Großer Range ist dabei. Im Westen auch so, da geht es runter. Der Hauptlauf unter anderem mit sehr weit oben. Dann würde es hier runtergehen, zwischendurch mit Regen. In der Mitte genauso. Keine extreme Hitze, aber die Möglichkeiten, dass die kommt, genauso mit den niedrigeren Temperaturen. Und hinten raus geht es dann immer weiter nach unten, auch mit Niederschlagssignal. Und hier ist der große Block der Hitze im Osten. Über 30 Grad, um die 30 Grad. Und wenn der Hauptlauf, der auch relativ warm ist, mit dem Kontrolllauf noch überholt wird, da sind einige Tage dabei, die Richtung 35 Grad gehen. Hinten raus allerdings wird berechnet, dass es deutlich runtergehen soll mit den Temperaturen. Im Süden Deutschlands schwebt hier ganz weit oben, lange, lange Zeit, geht dann runter. Der Hauptlauf liegt fast über 5 Grad über dem Mittel der Berechnungen. Immer wieder werden da Niederschlagssignale berechnet. Das sind die Gewitter, die dann aus den Alpen herausziehen würden. Genauso in der Schweiz, in Zürich, ein Abziehbild vom Süden Deutschlands. Und schauen wir noch nach Wien. Durchgehend Hitze, das sind hier schon wieder andere Linien. 20, 30, 40 Grad. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 plus x und dann hinten raus käme, wenn das so kommt, eine deutliche Abkühlung. Die ist schon relativ wahrscheinlich, aber das sind immer noch Ausreißer dabei, die nach oben gehen würden. Und jetzt noch mal ein Ausschwenk an die See. Ich persönlich finde dieses Wetter, das es da gegeben hat, für die Insel, für die Nordsee, für die nordfriesischen Inseln, das Beste, was es überhaupt gibt. Westwind um und knapp über 20 Grad, schöner Wellengang, viel Sonnenschein und ein paar Quellwolken. Bis morgen.